Hallo Leute, wie geht es euch? Hier ist wieder euer Marek. Im heutigen Video würde ich gerne was über Ringen erklären, weil einige Leute haben mich gefragt, wie ich das so sehe, so quasi Ringen und Selbstverteidigung oder Angriffe auf der Straße. Ja, deshalb würde ich gerne heute meine Meinung dazu geben. Viel Spaß mit dem Video. So Leute, gleich am Anfang würde ich gerne sagen, dass Ringen für mich persönlich sehr, sehr anstrengend ist. Ja, und das sieht man den Kämpfern oder Fightern auch an, ja. Man muss sagen, dass man sich beim Ringen unglaubliche Kräfte eintrainieren kann. Ja, man sieht das, ich schaue wahnsinnig gerne, wenn man zum Beispiel Olympiade schaut oder so, und man sieht, dass diese Brocken wie 90 oder 100 Kilo. Wie die aufeinander gehen, wie so zwei Büscheln aufeinander knallen und da, wie die Muskeln dann arbeiten, das sind richtige Muskelberge, ja, und deshalb, ich persönlich finde Ringen sehr, sehr wichtig, auch vor allem in der Verteidigung und so weiter, ja, weil einige Leute verstehen das nicht ganz und glauben, dass man sich mit Ringen auf der Straße nicht verteidigen kann. Das ist aber falsch und das sage ich auch warum. Das heißt, im Ringen geht es darum, den Gegner oder Partner, Trainingspartner schnell aus dem Gleichgewicht zu bringen und dann am Boden zu kontrollieren und so weiter und so fort. Ja? Wenn man sich dann ein paar Videos zum Beispiel, so reale Videos von der Straße anschaut, das sind einige Videos, wo man sieht, dass zum Beispiel einer, man sieht das sofort, dass einer versucht sofort einen Takedown machen, das heißt den Gegner aufheben, auch wenn er mit Fäusten auf ihn zugeht, er versucht sofort näher zu ihm aufheben und dann, was dann folgt, ist einfach ein richtiger K.O.-Schlag. Was stellt euch einmal vor, wenn du jetzt auf der Straße die dicken Matten, wenn du die wegdenkst, was dann passiert, wenn du einen Gegner oder Aggressor hochhebst und schmetterst mit voller Power auf Asphalt oder auf Beton oder Gehsteig oder wo auch immer. Kann man sich da vorstellen, was für Kräfte da einwirken, wenn die Matten weg sind. Ja, deshalb finde ich persönlich, dass Ringen sehr wohl, mit Ringen kannst du dich sehr wohl auf der Straße verteidigen. Was so ein Ringer zum Beispiel macht, wenn zum Beispiel einer versucht, mit Fäusten irgendwie auf ihn einzuschlagen, er versucht, diese Distanz zu verkürzen. Ja, das heißt, wenn jetzt der Ringer da ist, ihn ganz nah an dir, am Körper irgendwo sind die Schläge zum Beispiel, ich sage ein Beispiel von einem Boxer oder einer, was gut mit Fäusten umgehen kann, sind nicht so wirkungsvoll, wie wenn die Distanz da ist. Viele haben mich auch gefragt, ja, aber die Ringer trainieren nicht mit den Fäusten und das ist nicht alles, den Gegner am Boden bringen. Wenn einer glaubt, wenn einer da 10 Jahre oder 20 Jahre Ringen trainiert und der hat wirklich wahnsinnige Kraft und so weiter. Wenn da einer glaubt, dass der dann seine Fäuste nicht benutzen kann, obwohl es vielleicht nicht so oft trainiert oder wie auch immer, oder kann dir nicht eine Watsche geben oder Ellenbogenschlag oder Headbutt oder wie auch immer, dann irrt er sich. Das kommt einfach automatisch. Aber er versucht zuerst einmal seine Stärke ausspielen und in dem Fall ist das den Aggressor oder den Gegner schnellstmöglich zum Boden befördern und am Boden kontrollieren, weil das ist seine Welt, das sind seine Stärken, am Boden halt und nicht im Stand. Das habe ich auch im letzten Video gesagt, warum sollte ich mich auf ein Spiel von einem Boxer einlassen, sondern den versuche ich irgendwie anders strategisch fertig zu machen. Genau dasselbe von einem Ringer. Ja? Warum soll ich jetzt mich, wenn ich sehe, aha, der bewegt sich oder ich kenne ihn, ich weiß, es ist ein Ringer, dann versuche ich auch nicht einen mit einem Ringer zu ringen, versuche ich nicht mit einem Boxer zu boxen, ja, aber da bist du einfach weg. Das ist seine Welt und nicht deine Welt, ja. Eines darf man auch nicht vergessen, Ringen ist einer der ältesten Sportarten überhaupt, ja. Das heißt, beim Ringen trainierst du einfach alles, da hast du super Kraft, wirklich Ausdauer, ganze Flexibilität. Deshalb finde ich auch persönlich, dass auch Kinder und Jugendlichen, für die das gar nicht verkehrt, wenn sie mit Ringen
oder Jiu-Jitsu, Judo und so weiter anfangen, ja, dass sich der Körper richtig mit natürlicher Kraft irgendwie stärken und aufbauen, ja. Und wenn dann auch einer behauptet, dann lasst euch bitte nichts einreden, dass auf der Straße, ja, mit Ringen, ja, ich will nicht am Boden kämpfen auf der Straße. Ja, aber so ein Kämpfer, ein Ringer, der weiß genau, wie er einen Aggressor zu Boden bringt, damit die Fäuste nicht gefährlich werden oder wie auch immer. Ja, und das geht ganz, ganz schnell. Deshalb kann ich es jedem nur empfehlen. Und jeder Versuch, egal ob das ein Karate-Kämpfer ist, ob das ein Aikido-Kämpfer ist, alle Leute, die da jahrzehntelang trainieren, können sich verteidigen. Wenn dann einer glaubt, dass da ein Typ, der 20 Jahre Kyokushin macht oder 20 Jahre irgendwas oder 30 Jahre irgendwas anderes, dass er sich nicht verteidigen kann, dann irrt er sich. Ich glaube, jeder kann sich im Falle eines Falles verteidigen. Sicher ist alles besser als gar nichts zu tun. Ja? Meiner Meinung nach wäre es einfach, das irgendwie zu verbinden, Ringen und Boxen, genauso wie in UFC oder in MMA, siehst du auch, wie oft es passiert, dass der eine dich aufhebt und am Boden dann weitermacht oder so. Das gehört einfach dazu. Aber wenn dann da manche schreiben, ja, Ringen, da ist, bin ich ein bisschen skeptisch, ich glaube, da kann ich mich nicht gut verteidigen. Nein, das ist ein Blödsinn. Ich finde Ringen sehr, sehr geil, wirklich geil. Und jeder, der schon Ringen oder Jiu-Jitsu trainiert hat, weiß auch, wie anstrengend das ist. Und du solltest immer ein paar Ass oder Asse in Ärmel haben. Das heißt, sich nicht nur an das Kämpfen im Stand konzentrieren, sondern auch ein paar Techniken am Boden haben. Und das ist, als du Ringen, Jiu-Jitsu oder sonst irgendwelche Bodeneinheiten sehr gut. Das heißt, Leute, noch zum Schluss kann ich sagen, als Ringer, weißt du, wie man nicht zum Boden gebracht wird, aber du weißt, wie du den anderen zum Boden bringst, ja? Und das ist sehr wichtig, wie du denjenigen, den Aggressor oder deinen Partner oder wie auch immer, wie du den am Boden dominieren kannst. Wenn du zum Beispiel selber am Boden landest, was sehr oft passiert oder passieren kann, dann weißt du, wie du aus dieser Lage wieder herauskommst. Wenn du aber in diese Richtung nicht trainierst, dann wird es ein bisschen schwieriger, dass du weißt, aha, wie schnell kommst du aus der Lage heraus, wie kannst du das dominieren, wie kommst du jetzt wieder rauf, dass du den Gegner am Boden bringst und dann bist du oben und dann kannst du eventuell auch die Fäuste einsetzen oder wie auch immer. Ja, das spielen sehr viele Faktoren eine richtige oder wichtige Rolle. Ja? Das heißt, ich würde mich nicht nur auf das eine konzentrieren, sondern versuchen, von allen verschiedenen das Beste irgendwie zu nehmen, egal auch mit Stock, mit Messertraining, alles. Und sich nicht nur auf das eine konzentrieren, nicht nur auf diesen einen Weg und diesen Weg des Leben lang zu gehen. Ja, man sieht das zum Beispiel auch im Ring, ne? Beim UFC oder wie viele verschiedene Kampfsportarten da integriert sind. Ja, und das ist gut so, das finde ich richtig so. Und deshalb trainiere ich neben meinen Sachen auch noch Jiu-Jitsu, dann Boxen, Kickboxen und so weiter habe ich auch zusätzlich angefangen, weil das sehr, sehr wichtig ist, Leute. Und lasst euch bitte nicht von irgendjemandem was einreden. Für jeden ist da draußen was Passendes da. Wenn für jemanden das Thai-Boxen gut ist, vielleicht passt das dir nicht wegen den zu vielen Sparring, wegen der Härte, oder dann machst du Ringen. Wenn es dir Ringen nicht passt, dann machst du Aikido. Du musst nicht immer das machen, weil das andere gesagt hat, dass es gut ist. Finde etwas Passendes für dich. Ja? Ihr habt mich gefragt, wie ich es mit Ringen sehe und so weiter. Ringen ist für mich einfach perfekt. Ich finde Ringen, Jiu-Jitsu und alle diese Sachen, die man am Boden macht, einfach genial. Und man sollte das auch trainieren, auch wenn das vielleicht nicht dein Hauptteil ist. Aber nebenbei sollte man das trainieren, egal was du da machst. Das heißt, in dieser Hinsicht, Leute, ich hoffe, ich habe euch wieder was auf den Weg gegeben. Ich habe mich gefragt, wie ich das so sehe mit Ringen und so weiter. Vielleicht im nächsten Video rede ich über was anderes. Das heißt, in diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch alles, alles Liebe. Trainiert einfach hart, trainiert realistisch, dass du dich im Falle eines Falles auf der Straße verteidigen kannst. Ciao.